Willkommen zurück. Auf der Suche nach dem Masterschwert. Werden wir es schaffen? Werden wir es finden? Mehr dazu in dieser Folge. Mit dem wohl schlechtesten Intro, was man sich vorstellen kann für so ein grandios gutes Spiel, werde ich nun hier weiter wuseln. Und irgendwo gab es doch einen Dings nach unten. Warum sag ich Dings? Weil mir gerade das Wort für Höhle nicht einfiel. Da nämlich. Hier. Oh, diese dummen, eckigen Flummisteine. Echt, ey. Nun geht's also hier lang und wir versuchen den Weg nach Kakariko zu finden. Nein, hier lang. Töten! Wir dürften eigentlich auf dem richtigen Wege sein. Noch wenige Meter trennen uns. Ah, stimmt, ich müsste ja eigentlich nachgucken, ob... Ja, sowas zum Beispiel. Ob ich nämlich nicht Bomben und so ein Scheiß und eventuell ein paar Rubine hier wieder finde. So, weg mit der. So, do. Und wir sind draußen und befinden uns bei Kakariko. Jawohl, ja. Wunder. Hallo? Okay, gut. Nun geht es in den Wald hinein. Ich weiß jetzt nicht, welcher Eingang der richtige ist. Es gab im Wald, oh mein Gott, ich erinnere mich gerade, doch auch irgendwelche klauenden Viecher, oder? Die konnten mir Sachen klauen. Na, wir werden es ja gleich sehen. Bin mir allerdings unsicher. Also so... Oh. Moment, ich muss kurz schweigen und euch die Musik genießen lassen. Von vorne bis hinten einfach nur großartige Musikgeschichte. Einfach nur traumhaft. Was will man mehr? Wir gehen einfach mal hier lang. Ist der falsche Weg, weil... Oder? Oh, was haben wir denn da? Ein kleines Häuschen? Da gehe ich mal rein. Das ist eine kleine Hütte. Ui. Was haben wir hier? Okay, eine kleine Hütte. Sieht von außen kleiner aus, als es drinnen groß ist. Hey, du, was willst du hier? Das ist das Versteck unserer Diebesbande. Oh. Ohne Erlaubnis kannst du hier nicht einfach reingehen. Soll ich dir noch was sagen? Ein früheres Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Den haben wir entdeckt. Da können wir auch noch mal ein paar Rubine holen, nehme ich an. Aho. Aho. Mal wie ich hier hinkomme, habe ich keine Ahnung, ne? Gut, wir wissen auf jeden Fall zwei Herzteile, die wir jetzt schon mal gesehen haben, an die wir noch nicht rankamen. Oh, oh, oh. Warum mache ich dazu dieses komische Geräusch? Oh, 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 als würde ich Spannung erzeugen wollen. Oh, ich verbessere mich. Ein Herzteil, was wir gesehen haben, wo wir nicht rankommen. Oh, oh, oh. Denn das haben wir nun doch entdeckt. Wow. Das war besser als erwartet. ja, das ist aber, glaube ich, auch noch eine Absplittergruppe oder ein Teil von der Diebesbande, von der im Dorf Kakariko die Rede war, wo nämlich deren Anführer namens Blind... Dies war eine wahnsinnig geile Idee. Hier, 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 das sind die Diebe. Das sind die dummen Diebe. Einfach nur weg. Oh, 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 oh. Ja, das ist ja super schlau. Oh, ist das geil. Oh, mein Gott. Oh. Ich bin echt ansonsten nicht so, dass ich Insekten einfach so töte. Aber mit schlechtem Beispiel gehen wir hier voran. Ja, das sind die Diebe. Die können uns Sachen klauen. Heilige Kacke. Ich habe vergessen, dass es hier sowas wie Fallen gibt. Was war das denn nochmal? Dieser Pilz duftet nach süßen, verfaulten Früchten. Yummy. Ich weiß, was es ist. Wunderbar. Ich weiß auch, was wir damit machen müssen. Wahnsinn. Mein Gehirn lässt mich heute komischerweise zur Abwechslung mal überhaupt nicht im Stich. Es ist ja... Ja, und hier sehen wir überall schon diese Master-Schwerter, mit denen wir allerdings nichts anfangen. Stattdessen gehen wir 1A den richtigen Weg. Bin ich bescheuert? Tada. Wunderbar. Wir rüsten uns mit dem Buch aus. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der drei Amulette trägt. Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Drei Amulette haben wir. Na dann. Funk, ich bin es, Sahasrala. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Und ich habe auch Vertrauen in Link und mich. Die Waldmusik ist vorbei.
Die Tiere des Waldes hüpfen einfach liebevoll an uns vorbei. Und wir haben das Masterschwert. Was eine nette Special-Fähigkeit, glaube ich, hat. Oh. Funk, Hilfe. Ach nein, was ist das? Ich nehme an, es ist Zelda. Funk, Hilfe, die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein. Ah! Glaube ich. Oder es war der Rabbi. Einer von beiden. Allerdings, ich will hier noch ein bisschen weiter rumgucken, weil vielleicht finden wir noch was. Und eventuell kann ich euch auch noch zeigen, was für eine nette... Ja. Gut. Okay. Was für eine nette... Voila! Ja, jetzt ist gut. Ja, jetzt kann ich es natürlich nicht zeigen. Schön. Was für eine nette weitere Fähigkeit dieses Schwert hat, was wir hier jetzt nämlich in unseren Händen halten. Denn es hat noch eine kleine zusätzliche... Toll. Ich werde es nicht zeigen können. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Was gab's denn hier? Ah. Ah, es ist Glücksspiel. Na klar, machen wir. Kleine 100 Rubine. Oh, ich versuche mein Glück. Komm. Wir machen es jetzt anders. Ene, mene, mu und raus bist du. Okay, ene, mene, mu und raus bist du. Okay, du hier. Ich habe halt kein Glück in solchen Spielen. Ich bin halt... Ja, 100 Rubine ärmer. Dafür hätte ich meine Bomben aufstocken können oder meine Pfeile. Nein, wir machen lieber komplett den Schwachsinn und machen komplett Scheiße. Jetzt sind wir komplett dumm. So, wir müssen zur Kathedrale. Denn, wie wir gehört haben, sind sie in die Kathedrale eingedrungen. Und wir müssen unsere Freunde retten, denn Zelda und der Rabbi sind ja dort versteckt. Stirb, kleines, wehrloses Schnuffelwesen. Gut, auf die Bombe will ich nicht treten, deswegen einfach hier lang. Schlick. Wie ging's denn jetzt nochmal? Achso, zur Kathedrale war ganz einfach. Ich dachte echt, ich hätte den Weg irgendwie vergessen. Wow. Ich werde niemals zeigen können, was für eine schöne weitere Attacke dieses Schwert noch hat, weil ich einfach zu blöd bin. Moment. Was ist das? Oh, doch, wir werden es zeigen können. Herrlich. Das nämlich. Wir haben einen wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig geilen Fernkampfangriff, der übertrieben mächtig ist. Also ich glaube, er macht wirklich original so viel Schaden wie unser Schwert halt. Und fliegt auch noch durch alles durch und du hast ihn nicht gesehen und ist sowieso das Geilste auf der Welt. Ah, gut. Wir demonstrieren es einfach mal an diesem wehrlosen Ritterchen hier, der nun brach liegt und ziemlich tot aus der Wäsche schaut. Steinchen wollen wir natürlich anheben und... Moment, falsche Taste, sehr schlau. Wo war denn der Friedhof? Rechts von uns. Ich will nochmal vorher auf den Friedhof. Und wir haben gerade ganz kurz auf der Minimap oder auf der Karte gesehen, dass es dort, wo wir herkamen, nämlich aus dem Schloss von dem Ganzen hier, nun ein Totenschädel darüber steht. Das heißt, der nächste Endgegner, was heißt Endgegner? Der nächste Gegner befindet sich dort. Ja, Geister. Moment. Können wir ja mal gleich hier probieren. Ja, natürlich fliegt es nicht durch alles durch. Aha! Können Geister so treffen, wenn... Ja, jetzt ist ja auch... Also wenn der Geist eh nicht da ist... Ja, der kommt nicht mehr. Hier wollte ich nämlich runter. Wunderbar. Ich wusste, eines von denen... Ah, so kommt man hierher! Ich habe mich... Oh mein Gott, ich habe mich so lange gefragt, wie komme ich hierher? Das gibt's ja gar nicht. Ich wusste nicht, dass man hier so reinkommt. Ohne Witz, es ist gerade für mich eine neue Entdeckung. Toll. Wow, 310 Bomben. Wunderschön. Also wir sind wieder ein bisschen flüssiger, was Geld betrifft. Wir haben jetzt nicht mehr so die Probleme. Das ist wunderbar. Gibt's hier noch ein Geheimnis? Nein, wir können einfach hier wieder rausgehen. Und ich glaube, nach oben müssen wir einfach gehen. Können dann zur Kathedrale direkt, da wo wir eh hin wollten. Perfekt, 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 wunderschön. Das war da also, weil ich habe mich immer gefragt, wie kommt man an diese Scheiße daran? Und ich wusste es irgendwie, ich glaube, ich hatte es auch mal irgendwo gesehen, aber ich habe es komplett vergessen. Sehr schön. Ich kann nicht mehr reden. Wir wissen, wir müssen den hier betätigen. Jawohl, ja. Gegen die Schlangen wollte ich jetzt nicht nochmal kämpfen. Oh Gott. Sachen, die ich vergessen habe. Der tote Rabbi. Wow. Warum immer die falsche Taste? Funk, du kommst eine Sekunde zu spät. Ich konnte es nicht verhindern. Zelda. Die Soldaten haben sie entführt. Sie brachten sie ganz oben in den Burgdom.
Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Bitte, du bist unsere einzige Hoffnung. Wow. Okay, ich wusste nicht, dass er wirklich stirbt. Alles klar. Für mich übrigens damals, als Jungspund, als ich gerade mal angefangen hatte mit Spielen, war für mich der erste Tod, den ich in einem Spiel miterlebt habe, in dem Spiel, oh Gott, ja, ich weiß jetzt halt nur den Namen, den ich jetzt gerade im Kopf habe, Mystic Quest für den Game Boy, Mystic Quest Legend heißt es so, für den Game Boy, ich glaube schon, dort, wo nämlich am Anfang Hasim stirbt, der erste Charakter, den man da begegnet, Hasim entschläft. Und ich hab mich, ich so, was heißt denn entschlafen, was? Er schläft, er entschläft, was ist los? Da habe ich meine Mutter gefragt, so, was heißt, was Mama, was heißt denn entschlafen? Ja, das heißt sterben. Und ich so, ah, okay. Ja, und da wurde mir erst bewusst so, okay, Hasim ist tot. Das war gar nicht mal so schön, so zum ersten Mal so ein Tod eines Computerspielcharakters so mitzubekommen. War keine Sache, die ich so eigentlich erleben wollte, aber, oh, eine blaue Rubin. Und wenn wir da rankommen, dann ist es... Wenn wir... Jawohl. Heilige! Pff, was ist denn hier beim Schloss passiert? Okay. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang, weil vielleicht... Nein. Ich dachte, ein Geheimgang oder irgendwas. Nö. Hm. Wollen wir mal einfach mal gegen den Baum rennen? Nein, der hat auch nichts. In Ordnung. Oh, große Magieflasche brauchen wir allerdings leider nicht. Ja, es verwundet ihn. Sehr gut. Ich möchte ihn irgendwo jetzt haben, wo ich ihn... Okay, wunderbar. Damit ist er tot und noch mehr Rubine. Wunderbar. Das Schlimme war auch, dieses Spiel hier, Zelda, hat mir ja beigebracht, dass man im Gras Sachen finden kann. Warte, also können wir jetzt hier ein schönes Paradebeispiel geben? Nein, können wir nicht. Auf jeden Fall ist es möglich, im Gras auch Sachen zu finden. Und infolgedessen hatte ich angenommen, das muss jetzt in jedem Spiel so sein. Also habe ich einfach mal bei Secret of Mana, falls ihr es kennt, wenn nicht, Schande über euch, habe ich bei Secret of Mana jeden Grasbüschel abgehackt. Ungefähr bis ich das Spiel zu 75% durch hatte und ich dann einfach dachte, weißt du was, leck mich, Spiel, leck mich. Jetzt ist gut. Dann wollte ich auch nicht mehr. So, jetzt sind wir also hier drin und wo muss ich lang? Ich habe keine Ahnung. Wir wissen, dass der Boss Aghanim hier zu finden ist. Wo allerdings ist nun die ganz andere Frage. Gab es hier irgendwo einen Weg, wo ich jetzt lang muss? Nein. Hm. Ha. Interessant. Das meine ich, das Spiel ist blind. Jetzt solche Sachen weiß ich nicht. Wo lang? Gucken wir uns nochmal auf der Karte um. Aha, rechts. Rechts haben wir nämlich noch gar nichts entdeckt. Interessant, Max. Warum haben wir das denn noch nicht? Ja, wirklich mal, warum habe ich das nicht? Hä? Hier war ich noch nicht drin? Scheint ganz so. Okay. Dann werden wir es doch einfach mal jetzt entdecken. Und irgendwas finden? Bestimmt nur einen Kompass oder so, den wir beim ersten Mal nicht entdeckt haben. Ich habe keine Ahnung. Wirklich. Warum weiß ich das nicht mehr? Solche Sachen weiß man dann nicht, wie man zum allerersten richtigen Endgegner kommt. Zu Aghanim 1. Was heißt Aghanim 1? Also zu Aghanim. Nee, hier geht's jetzt nur runter zur Prinzessin. Bin ich bescheuert? Ich muss doch nicht runter zur Prinzessin. Nee, muss ich nicht. Und jetzt habe ich das auch alles im Moment. Da haben wir. Ich muss ganz woanders lang. Das ist es nämlich. Wenn ich schlecht spiele, kriege ich immer Akzent. Ich muss nämlich ganz woanders lang. Ich muss hier nämlich irgendwie raus. Richtig. Ja. Es war quasi richtig, wo ich war. Quasi. Ich muss nämlich durch eins der, Fenster. Hier nämlich raus. Fenster. Das Fenster, was aussieht wie eine Tür, was auch Tür heißt. Hier nämlich muss ich hin. Richtig. Gucken wir uns doch erstmal. Gut, das interessiert uns eher peripher. Wunderbar. Genau den Scheiß nämlich. Was gibt's denn auf der Seite hier zu entdecken? Einfach nur der andere Eingang, wo ich auch noch nicht reingegangen bin, nehme ich an. Ja. Schnopp, 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 schnopp. Bäh. Hätte fast getroffen werden können. Moment. Ich will mich hier noch umgucken. Weil hier war ich ja anscheinend noch nicht. Die Musik. Ah ja.
Seht ihr, hätte das alles viel einfacher gehen können. Aber so wird man ja auch schlauer. Schlau, schlau. Nun also, hin zu Aghanim. Ungewollt gereimt.